Herzlich willkommen zum ersten Manga-Kapitel-Review. Heute One Piece Kapitel 765. In diesem Kapitel geht es darum, dass die Marine Don Flamingo, also der Don Quixote-Familie, eine Falle stellen will. Und dadurch fällt natürlich einem sofort auf, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen dem, was vor 13 Jahren war und was heute war. Denn wenn man die Situation in der jetzigen Zeit bezieht, dort frisst die Weltregierung Don Flamingo aus der Hand. Die arbeiten für ihn. Das hat man ja auch schon mit der CP9 gesehen, als die auf Dressrosa aufgetaucht ist. Also muss irgendwas in diesen 13 Jahren passiert sein. Darüber können wir uns natürlich schon freuen. Und natürlich auf den Kampf, der bevorsteht. Marine gegen Don Quixote Familie. Denn die Marine will eine Falle stellen und da wollen sie die Don Quixote Familie natürlich auslöschen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich starke Kämpfe der Marine sehen. Wahrscheinlich auch Garp. Und dann ist natürlich die Frage, für wen Corazon arbeitet, dass er es der Marine verrät. Zu Law sagt er, er arbeitet nicht für die Marine. Und mit dem Ausdruck, den er im Gesicht hatte, glaubt man das ihm natürlich auch. Da ist dann natürlich die Frage, wieso Corazon das macht, weil er weder für die Marine arbeitet, noch für Don Flamingo. Auf wessen Seite steht er? Liegt es vielleicht daran, dass er eine besondere Bindung zu dem D hat? Das könnte man sich nur daran erklären, dass er vielleicht schon früher Kontakt zu einem Mann mit einem D hatte. Da fällt einem natürlich als erstes Dragon in die Gedanken. Und dass er deswegen vielleicht, weil er weiß, was das D für eine Wirkung hat, alles aufgibt für Law. Corazon will jetzt natürlich also Don Flamingo gar keine Chance lassen, an die Teufelsfrucht zu kommen. Weswegen er natürlich versucht, durch seine Teufelsfrucht, mit der er alles lautlos machen kann. Ich meine, das ist eigentlich schon etwas sinnlos. Aber er kann damit auch kämpfen, wie man gesehen hat. Man muss einfach seine Teufelsfrucht zu seinem Vorteil ausnutzen. Und jetzt hat er die Frucht, aber jetzt ist er natürlich schon wieder gefangen genommen worden, weil Corazon einfach so ein Tollpatsch ist. Er fällt immer wieder hin und bringt sich somit in unnötige Schlamassel. Aber das macht diesen Charakter auch liebenswert. Was wir in den nächsten Kapiteln auch sehen werden, ist auf jeden Fall Corazons Tod. Denn wir wissen ja alle schon, dass er tot ist. Da ist dann natürlich die Frage, wie er sterben wird. Wird er sterben, weil ihn die Piraten töten? Das glaube ich ja nicht. Ich glaube eher, dass Don Flamingo zurückkommen wird und will und seinen Bruder befreit und er will, dass er die Frucht ist. Also sein Bruder. Allerdings hat er ja schon eine Frucht, was Don Flamingo ja aber nicht weiß. Deswegen ist die Frage dann, ob Law die Frucht in diesem Moment bekommt, weil Corazon sie irgendwie durch irgendeinen Trick, ich weiß noch nicht wie auch, an Law weitergeben kann, oder wird Corazon sie essen müssen und sich dadurch, wie uns damals gesagt wurde, aufblähen, weil er ja schon eine Teufelsfrucht hat und angeblich Leute, die zwei Teufelsfrüchte essen, abgesehen von Blackbeard, das ist natürlich ein weiteres Geheimnis, was bisher noch nicht gelüftet ist, angeblich aufblähen und zerplatzen. Weswegen, das wäre eine Möglichkeit, warum Law Don Flamingo nie mehr verzeihen könnte, weil er seinen einzigen Freund umgebracht hat. Demzufolge würde aber die Frucht irgendwo auf der Welt neu erscheinen und Law müsste sie wieder zufällig finden. Und das, finde ich, wäre ein zu großer Zufall. Deswegen denke ich, dass die Frucht am Ende in Laws Hände kommt. Ich weiß allerdings noch nicht wie. Aber am meisten freue ich mich schon auf diesen Kampf. Marine gegen Don Flamingo. Und hier ist die Möglichkeit, dass jetzt, weil Law sagte einmal zu Ruffy, als der Birdcage aufgetaucht ist, der Vogelkäfig, dass er das schon mal gesehen hat, woraus sich schlussfolgern lässt, dass das in dieser Schlacht zwischen Marine und Don Flamingo vielleicht auftreten wird, weil Law wird ja danach wahrscheinlich seinen Weg als eigener Pirat gehen, weil Corazon höchstwahrscheinlich in dieser Schlacht sterben wird oder vorher. Man weiß natürlich noch nicht genau wann. Aber deswegen wäre es für mich die logischste Möglichkeit, dass es einfach zu einem großen Kampf kommen würde und Don Flamingo einfach seine Geheimwaffe auspackt. Jedenfalls haben wir durch dieses Kapitel neue Einblicke erfahren. Man weiß nicht mehr so genau. Vorher hatte man sich etwas schon denken können, wie es ausgeht. Jetzt hat sich das wieder geändert durch dieses Kapitel. Aber ich finde es auch einfach so genial. Es gibt mal eine andere Situation. Man weiß, dass Corazon sterben wird.
Man weiß nicht, wie er sterben wird. Man weiß nur, dass Don Flamingo deswegen hasst. Und deswegen kam natürlich auch die Theorie, dass Corazon halt diese Teufelsfrucht ist. Und wir dadurch zum ersten Mal wirklich sehen, was passiert, wenn jemand zwei Teufelsfrüchte ist. Weil bisher gab es ja nur die Theorie. Also es war nur gesagt, der Leser hatte bisher noch keine Chance, das mit eigenen Augen zu sehen, um zu wissen, ob das wirklich die Wahrheit ist. Also auf jeden Fall war es ein gutes Kapitel und ich freue mich schon auf das nächste Kapitel. Und ich hoffe, ihr schaltet dann wieder bei Guess Only ein.